Einen wunderschönen guten Tag aus Cape Breton. Hier ist Andreas Popp und ich lese jetzt den dritten Teil des offenen Briefes zur Katastrophe eines großflächigen und dauerhaften Ausbleibens von Strom, dem sogenannten Blackout. Das halte ich für sehr wichtig und ich bedanke mich hier auch gleich wieder am Anfang bei dem Verfasser, dem Diplom-Ingenieur Hans-Werner Zimmermann, der hier in einer sehr einfachen und allgemeinverständlichen Form eine Arbeit zusammengeschrieben hat. Und da ja heute nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen viele große Texte lesen, habe ich gesagt, den Text finde ich so wichtig und gut, dass ich ihn einfach einlese und euch oder Ihnen gerne zur Verfügung stelle. Wir machen also weiter. Es geht jetzt um die nächste Überschrift, die Vorstellung eines länger als 3 Wochen dauernden Blackouts. Jetzt wird es schon sehr ernst. Diesem Text wird eine Zuschrift von Frau Stegner, die Adresse ist bekannt, angehängt, die viele Jahre in Kanada gelebt und dort einen Blackout erlebt und überlebt hat. Dort finden Sie den Satz: Ich war fast 3 Tage ohne Strom, doch bei vielen Haushalten dauerte es Wochen, gar Monate, bis der Strom wiederhergestellt war. Ich habe das übrigens auch schon hier erlebt mal, Blackouts mal für ein paar Tage, das ist schon nicht leicht, aber hier auf dem Lande natürlich relativ leicht zu handeln mit Notstromaggregaten und so weiter, aber es ist schon eine Herausforderung. Man merkt das relativ schnell, was es bedeutet, wenn kein Strom mehr da ist. Sollte ein Blackout hier in Europa deutlich länger als 3 Wochen anhalten, wird es, so die Auffassung des Verfassers, ein Zusammenleben der Menschen in der jetzigen Form nicht mehr geben. Es wird eine Verwahrlosung der menschlichen Beziehungen eintreten. Die Zivilisation wird zerfallen. Das Ingangsetzen der Wirtschaft nach Ende eines solchen Blackouts und das einvernehmliche Zusammenleben der Menschen nach dieser Zeit muss man sich etwa so vorstellen, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgt ist. Allerdings erheblich schwieriger. Während damals die Gesellschaft homogen war, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und den Willen hatte, anzupacken und die Schwierigkeiten zu meistern, kann man heute davon nicht mehr ausgehen. Das liegt an der Existenz von Gruppen unterschiedlicher Kultur und Gesinnung. Vielleicht wird es dann zu einer Reihe von mehr oder weniger unfriedlich zusammenlebenden Subkulturen kommen, die sich nach dem Prinzip »der Stärkere setzt sich durch, die anderen« auch mit Gewalt zu unterjochen drohen. Auf jeden Fall wird nach einem solchen Maxi-Blackout ein Leben entstehen, das sich dem Vorstellungsvermögen des Verfassers entzieht. Nächste Überschrift: Notwendige Vorkehrungen durch die Kommunen. Realistischerweise muss davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Bevölkerung die oben genannten Vorbereitungen nicht durchgeführt hat. Die Kommune muss sich daher auf die dadurch zu erwartende Situation einstellen. Sie hat davon auszugehen, dass große Teile der Bevölkerung nach 1 bis 2 Tagen nicht mehr wissen, wie sie Fäkalienbeseitigung vornehmen sollen. Chemietoiletten, Toilettenwagen, Müllbeutel werden das Mengenproblem nicht nennenswert mindern können. Verschmutzungen an Ecken, Straßen und Plätzen durch Fäkalien sind zu erwarten. Epidemien können die Folge sein. Nach 2 bis 4 Tagen ist wahrscheinlich kein Trinkwasser mehr da. Nach 6 bis 8 Tagen keine Nahrungsmittel mehr zu haben. Überteuerter Kauf von Bedarfsgütern, Tauschhandel, Raub und Plünderung sind in dieser Reihenfolge zu erwarten. Lebenswichtige Medikamente nicht mehr zu haben. Schwerwiegende Gesundheitsprobleme Einzelner bis hin zum Tod sind dann zu erwarten. Hier wird wirklich Klartext gesprochen. Am Straßenverkehr nicht mehr teilnehmen können. Die Tanks der Fahrzeuge sind leer. Nach 1 bis 2 Wochen auch von Notstromaggregaten nicht mehr versorgt werden können. Die Treibstoffvorräte für die Notstromgeräte sind verbraucht. Die Aufgabe der Gemeinden sind darin zu sehen, dass sie das so erkennbare Szenario, soweit ihnen das möglich ist, abzumildern. Die Vorbereitungen dazu kann man nicht irgendwann, sie muss jetzt erfolgen. Dazu gehören
Klären der Frage, welche Funktionen der Gemeindeverwaltung unbedingt aufrechterhalten werden müssen, in welchem Umfang, welche Ressourcen wie Techniken, Materialien, Mitarbeiter sind hierfür erforderlich. In welchem Gebäude soll die jeweilige Funktion wahrgenommen werden? Eine beispielhafte Überlegung, Tätigkeiten, die im normalen Alltag auf mehrere Gebäude verteilt sind, könnten gegebenenfalls in einem Gebäude zusammengefasst werden. Das sind ja Notfallsituationen. Vereinbarungen mit den örtlichen Supermärkten über die Ausgabe der dort vorhandenen Lebensmittel und Getränke für die Bevölkerung treffen, die auch dann sicher funktionieren, wenn elektrische Energie nicht mehr zur Verfügung steht. Vereinbarungen mit den örtlichen Apotheken mit dem Ziel treffen, deren Ausgabebereitschaft auch in jedem Fall sicherzustellen. Vereinbarungen mit dem Wasserversorger mit dem Ziel treffen, die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung über die angenommene Zeit sicherzustellen. Falls möglich, kann die Feuerwehr Wasser aus naheliegenden Bächen, Flüssen oder Seen entnehmen und an die Bevölkerung ausgeben, nachdem Getränke in den Supermärkten nicht mehr vorrätig sind und weitere Maßnahmen fehlschlagen. An der Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, die Wasserfilter, die wir immer wieder eingestellt haben, können hier wirklich Abhilfe schaffen, weil man tatsächlich sogar aus schmutzigen Pfützen Trinkwasser machen kann. Vereinbarungen mit den Banken treffen. Also es geht immer noch um die Gemeinden, mit dem Ziel, die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld auch dann zu gewährleisten, wenn die Geldautomaten ausgefallen sind. Ein kurzer Einwurf von mir. Es ist schon irre, dass man ausgerechnet jetzt eine digitale Währung einführt und man will das Bargeld sogar komplett abschaffen, obwohl man mit diesem Thema Blackout tatsächlich wirklich rechnet auch. Vereinbarung mit dem für das Schwimmbad Zuständigen mit dem Ziel, eine wenn auch eingeschränkte Körperpflege der Bürger zu organisieren. Das ist schon eine interessante Sache, die die Gemeinden da machen könnten. Eine praktikable Lösung zu suchen, wie die Beseitigung der regelmäßig abfallenden Fäkalien zu erfolgen hat. Klärung der Frage mit den Tankstellen, wer Kraftstoff auch unter den Blackout-Bedingungen erhalten soll und wie eine Notversorgung mit Kraftstoff erfolgen könnte. Notstromaggregate. Wie hoch ist der Leistungsbedarf? Dabei ist natürlich zu beachten, regelmäßig die umzuschlagende Bevorratung in Tanks für die Notstromaggregate eben halt zu vollziehen, dass es auch immer wieder erneuert wird. Klärung der Frage, wie wichtige Nachrichten und Verhaltensmaßregeln an die Bevölkerung übermittelt werden können, zum Beispiel durch Lautsprecherwagen. Ein Vertrauen darauf, dass sich die Länder oder Landkreise als unter Katastrophenschutzbehörden den vorstehenden Problemen hinreichend annehmen können, erscheint abwegig. Nächste große Überschrift. Zu erwartendes Szenario nach Ende der regulären Versorgung der Bevölkerung. Seine persönliche Prognose des Verfassers. Der Familienvater wird zunächst versuchen, bei Nachbarn, Freunden, Vereinskameraden Hilfe zu finden. Wenn diese Möglichkeit erschöpft ist, wird er, bevor er seine Kinder verdursten oder verhungern lässt, Gleichgesinnte suchen. Diese, wohlgemerkt, es sind keine Verbrecher, sondern ganz normale Familienväter, werden sich bewaffnen mit Hämmer oder Eisenstangen, um bei einem der lokalen Lebensmittelmärkte die Scheiben einzuschlagen und sich dort zu holen, was sie brauchen. Sie werden sich sogar mehr holen, weil sie Waren benötigen, die man zum Tauschen nutzen kann. Andere, Unbeteiligte, werden vorbeifahren und sehen, dass die Scheiben eingeschlagen sind. Sie werden neugierig und gehen dorthin. Sie werden sich am Raub fremden Eigentums beteiligen, weil bei ihnen zu Hause auch keine Vorräte mehr sind. Das heißt, es wird zu Plünderungen in großem Maßstab kommen. Nicht durch Verbrecher, nein, durch ganz normale Bürger, die ihre Familien versorgen müssen. Koste es, was es wolle. Vorstellbar ist auch, dass Plünderungen durch marodisierende Banden erfolgen, die ihre Beute dann zu überhöhten Preisen an rechtstreue Bürger verkaufen. Was, so muss gefragt werden, ist das anderes als Anarchie? Und die Polizei? Wo ist die Polizei? Zählen Sie mal die Stärke der in den Gemeinden vorhandenen Beamten. Was meinen Sie, was die machen können?
Die gleichen Zustände tauchen ja nicht nur hier, sondern überall auf. Eine Konzentration der Kräfte an irgendeinem Punkt hinterlässt breite Lücken in anderen Städten oder Gemeinden. Es kommt noch ein psychologischer Gesichtspunkt hinzu. Der Beamte hat ja selbst eine Familie. Seine Kinder wollen auch trinken und essen. Angenommen, er beteiligt sich nicht selbst an den zu erwartenden Plünderungen. Er wird aber keine sonderliche Motivation in sich verspüren, gegen solche Rechtsbrecher vorzugehen. Eventuell von den Firmen eingesetztes Wachpersonal dürfte an den vorgenannten chaotischen Zuständen nur wenig ändern können. Nach Schätzung des Verfassers wird nach 10 bis 14 Tagen Chaos und Anarchie eintreten. Letzte Überschrift. Eine Zusammenfassung. Aus den vorstehenden Überlegungen wird deutlich, dass der Übergang von fossilen Energieträgern und der Kernenergie hin zu einer Energieversorgung mittels erneuerbaren Energien verengt mit Blick auf wirtschaftliche und umweltschonende Aspekte geplant worden ist. Begleiterscheinungen wie ein mehr oder weniger großflächiges, lang andauerndes Fehlen hinreichender Energiemengen sind nicht bedacht, vielleicht sogar bewusst unterdrückt worden. Das in der Politik und auch in den Kommunen verbreitete Weiter-so-Denken trägt der drohenden Katastrophe eines Blackouts nicht Rechnung. Mittlerweile haben Fachleute aus unterschiedlichster Sichtweise heraus auf dieses Szenario hingewiesen. Das notwendige, konsequente Durchdenken wäre jedoch gar zu unbequem und die sich ergebenden Konsequenzen wären teuer. Es handelt sich um ein Problem, an das man nicht ran will. Der grundgesetzlich garantierten Schutzpflicht für Leib und Leben seiner Bürger kann der Staat dann nicht mehr gerecht werden. Die Kapazitäten des nationalen Systems des Katastrophenmanagements sind hoffnungslos unzureichend und zu verbessern. Die Auswirkungen eines Blackouts werden diejenigen der Corona-Krise um ein Vielfaches übersteigen. Das bei Corona nach wenigen Tagen zu beobachtende Fehlen von benötigten Artikeln hatte keine nennenswerten Auswirkungen. Hamsterkäufe an Lebens- und Arzneimitteln waren noch möglich. Die Auswirkungen eines Blackouts sind der Bundesregierung seit dem 27.04.2011 bekannt. Das war damals, da gab es eine Drucksache 1756-72 über die Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften am Beispiel eines großräumigen, lang andauernden Ausfalls der Stromversorgung. Also seit dem 27. April 2011 sind diese Blackouts-Problematiken und deren Auswirkungen absolut bekannt. Und was tun die Lokalverantwortlichen in den Wohngemeinden und Landkreisen? Augen zu. Wo ist denn hier ein Problem? Kann man solche Verantwortlichen seine Sicherheit und Geborgenheit anvertrauen? Mit freundlichen Grüßen, Hannes Zimmermann. Meine Damen und Herren, es ist schon ein bewegender Text, der hier geschrieben wurde von dem Herrn Zimmermann und er hat meine große Achtung und er macht hier in einer sehr deutlichen Form tatsächlich die Menschen aufmerksam auf die Situation und legt den Finger in die Wunde. Und wir können nur hoffen, dass die politischen Verantwortlichen endlich anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was ich mittlerweile bezweifle, während man sich lieber um irgendwelche neuen Shutdowns bemüht, einer Grippewelle Herr zu werden, werden wesentliche Dinge überhaupt nicht gemacht. Im Gegenteil, die Probleme, die bei einem Blackout entstehen würden, nämlich die Energie, die elektrische Energie, da werden doch die neuen ganzen Systeme, ob dies künstliche Intelligenz oder digitales Geld und all diese Dinge noch mehr auf Elektrik ausgebaut, als es jemals der Fall war. Wenn man eins und eins zusammenzählt, dann weiß man, dass die Verfehlungen wirklich hier wieder ganz deutlich vor Augen geführt wird. Ob wir uns auf die Politiker tatsächlich verlassen können, das darf aus meiner Sicht definitiv bezweifelt werden. Und hier ist die Eigenverantwortlichkeit wichtiger denn je. Ich will jetzt hier gar keinen Ratschlag geben, weil das sind ja auch ein wenig
ich sage mal, erschlagende und auch beeindruckende Momente, wenn man diese Texte liest. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Dinge sich einmal durchzuspielen, ohne jetzt in eine Depression zu verfallen. Das ist nicht die Frage. Ruhe bewahren, Überblick verschaffen und im Rahmen seiner Möglichkeiten seine maximale Vorsorge betreiben. Am besten eben halt auch mit Freunden gemeinsam. Denn alleine vorbereitet bringt mich nicht wirklich weiter. Dann habe ich nämlich eventuelle ehemalige Freunde als meine Nachbarn, die sogar bereit sind, Gewalt anzuwenden, um an meine Vorräte ranzukommen. Das muss man einfach wissen. Gemeinsam ist man dann wirklich stark. Auf die Politik brauchen wir uns, glaube ich, nicht verlassen. In diesem Sinne, trotz alledem, euch einen schönen Tag und ich hoffe, der Text hat euch ein bisschen was gebracht, so wie mir auch. Alles Gute, tschüss.